Der FC St. Pauli hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Angreifer Dimitrios Diamantakos von Ligakonkurrent Bochum verpflichtet. Der Grieche unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2020 und kennt den Trainer der Hamburger bereits bestens. Dima ist ein schneller Linksfuß, der uns mit seiner Athletik und seiner Art, sich zu bewegen, offensive weitere Optionen bietet. In den letzten Jahren hat er sowohl als Torschütze, als auch als Vorbereiter seine Qualitäten unter Beweis gestellt, wird St. Der griechische Angreifer lief für den KSC und Bochum insgesamt 59 Mal in der 2-Punkt-Bundesliga auf und erzielte dabei 15 Treffer. Zuletzt stand der Stürmer in Bochum unter Vertrag und kam in der laufenden Saison 9-mal zum Einsatz, 2 Tore. Ich freue mich auf St. Pauli. Der Club genießt einen sehr guten Ruf. Ich werde alles geben, um mit Verein und Mannschaft sportlich erfolgreich zu sein, so Diamantakos. Er ist ein gestandener Spieler, der in der 2-Punkt-Bundesliga seine Qualitäten nachgewiesen hat. Wir sind davon überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen kann, sagt Uwe Stöfer, Sportchef bei St. Pauli. Für die Hamburger geht es nach dem Auswärtsspiel am Donnerstagabend in Dresden in der Liga am Sonntag, 13.